Was ist für euch eigentlich eine Langstrecke? Ein Flug von New York nach London? Eigentlich schon, oder? Aber auch wenn man das nach knapp 5 Stunden schon wieder hinter sich hat? Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Die Strecke zwischen New York und London ist eine der meistgeflogenen Strecken der Welt. Täglich müssen tausende Geschäftsmänner, Touristen und andere Reisende zwischen diesen beiden Städten hin und her geflogen werden. Und es ist irgendwie einfach die klassische Nordatlantikstrecke von Europa nach Nordamerika. Und es ist halt eben eine Langstrecke. Aber tatsächlich ist der Flug eigentlich gar nicht so lang. Eine Boeing 787 von Norwegian Airlines brauchte jetzt so lange, wie ein normaler Flug von Hamburg auf die Kanarischen Inseln dauert. Und auf diesem Flug fliegt die Crew danach den Flieger eigentlich auch wieder zurück. Nur 5 Stunden und 13 Minuten brauchte die 787-9 der Norweger vom John F. Kennedy Airport in New York bis nach London Gatwick. Und das ist tatsächlich ein neuer Rekord. Ein neuer Rekord für die schnellste Atlantiküberquerung eines Unterschallpassagierflugzeuges. Der Zusatz mit dem Unterschallpassagierflugzeug ist dabei natürlich extrem wichtig, denn die Concorde, ist ja klar, war auf dieser Strecke natürlich nochmal deutlich schneller. Das war ja quasi die Route für die Concorde und die brauchte im Februar 1996 tatsächlich einmal bei entsprechendem Rückenwind nur 2 Stunden, 52 Minuten und ganz wichtige 59 Sekunden, dann war die schon wieder in London. Das Ganze also tatsächlich nochmal deutlich schneller. Und ihr erinnert euch vielleicht, wir haben in dem Video, wo es um das neue geplante Überschallpassagierflugzeug Boom ging, schon mal darüber gesprochen, dass die Concorde mit diesen 3 Stunden oder unter 3 Stunden Flugzeit tatsächlich immer noch den Rekord für die schnellste Atlantiküberquerung in der zivilen Luftfahrt hält. Der Luftfahrtpionier Charles Lindbergh brauchte damals im Jahr 1927 ganze 33,5 Stunden in seiner Spirit of St. Louis für seine Atlantiküberquerung. Er war ja immerhin der Erste, der nonstop alleine über den Atlantik geflogen ist. Und auf der Strecke, bei der Flugzeit, war er sicherlich ab und zu mal ein bisschen müde. Aber zurück zum Boeing 787. Die meisten von euch wissen sicherlich, wie das funktionieren kann, dass ein Unterschallflugzeug so schnell von New York nach London fliegen kann. Aber ich finde die Thematik dahinter eigentlich ganz interessant. Und immerhin betrug die maximale Fluggeschwindigkeit über Grund bei diesem Flug 1248 km/h. Das sind immerhin 674 Knoten und das ist schon richtig schnell. Und wenn man diese Zahlen jetzt erstmal hört, dann könnte man natürlich denken, der Flieger war damit ja schneller als der Schall. Aber der entscheidende Punkt ist hier natürlich der Wind. Allgemein dürfte bekannt sein, für die klassische Strecke von London nach New York gilt eigentlich üblicherweise zumindest, dass der Hinflug immer ein bisschen länger dauert als der Rückflug. Und das liegt an dem dort vorhandenen Jetstream. Das ist ein recht starker und ziemlich verlässlicher Höhenwind, der da immer von West nach Ost weht und der in der Luftfahrt natürlich eine extrem wichtige Rolle einnimmt. Flugzeuge, die in diesen Breiten unterwegs sind, werden je nach den Möglichkeiten auf dem Weg nach Westen, entweder nördlich oder südlich des Jetstreams in den entsprechenden Höhen geplant und auf dem Rückweg quasi bewusst in diesen Wind hineingesetzt. Immerhin wurden auf diesem Flug hier mit der Boeing 787 Rückenwinde mit bis zu 325 km/h registriert und das ist natürlich schon mal eine ganze Menge und sorgt am Ende des Tages natürlich auch dafür, dass es überhaupt erst zu Geschwindigkeiten über Grund von 1248 km/h kommen kann. Die Boeing 787 waren natürlich nicht im Überschallbereich unterwegs, das Flugzeug ist dafür natürlich nicht ausgelegt und würde sich auf kurz oder lang durch irgendwelche Unebenheiten in der Luft natürlich auch vielleicht sogar zerlegen können. Und naja, die Maschine kann schlicht und einfach auch gar nicht so schnell fliegen. Für die Flugphysik und damit auch für die Piloten interessant ist neben der angezeigten Geschwindigkeit die Geschwindigkeit des Fliegers durch die ihn umgebende Luft. Und das ist die sogenannte True Airspeed, abgekürzt TAS. Das ist die tatsächliche Geschwindigkeit des Flugzeuges relativ zur umgebenden Luft. Und in diesem Fall ist das ganz einfach zu berechnen. Wir haben die 1248 km/h, habe ich glaube ich gesagt, über Grund. Das Ganze rechnen wir minus die 325 km/h Rückenwind, also minus die 325 km/h, die die Luftmasse, in der sich die Boeing 787 befindet, ja in dieser idealisierten Vorstellung eh schon hat. Und dann kommen wir auf 923 km/h. Diese 923 km/h teilen wir dann nochmal durch 1,852. Das ist die Umrechnung, um von km/h auf Knoten zu kommen. Und dann haben wir eine True Airspeed von 498 Knoten. Und das ist schon mal ziemlich schnell, aber für eine 787 durchaus möglich und vor allem nicht schneller als der Schall. Für die Navigation und für diesen Rekordflug dann halt eben interessant ist aber natürlich die Geschwindigkeit über Grund. Also diese ganze Rechnung nochmal umgekehrt. Wie gesagt, ganz einfach 1248 km/h. Und damit war die Boeing 787 in diesem Fall übrigens nur 3 Minuten schneller als der vorherige Rekordhalter, eine Boeing 777 von British Airways, die brauchte 5 Stunden und 16 Minuten, um von New York aus nach London zu kommen. Und damit soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich plane zurzeit noch an einem Video, wo ich diese ganzen Fluggeschwindigkeiten mal erklären möchte. Hat auch irgendjemand von euch mal in die Kommentare geschrieben. Vielen Dank für die Idee dafür, weil ihr kriegt diese ganzen Geschwindigkeiten, True Airspeed, Indicated Airspeed, Calibrated und Equivalent Airspeed ja auch im Flugsimulator schon mal um die Ohren geschmissen. Und es ist natürlich nicht schlecht, wenn man weiß, wofür das Ganze
Ganze überhaupt steht und wofür man das denn gebrauchen kann. Dazu wird also bald, wenn ihr Lust drauf habt, ein Video kommen und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin macht es gut und tschüss.